Hey Leute und willkommen zu meinem Gameplay von Neo Tokyo. Neo Tokyo ist ein futuristischer Taktik-Shooter, kennt ihr vielleicht schon aus Counter-Strike. Hier kann man schon drei Klassen wählen. Recon. Der Recon ist, also ich stelle es mir die Klassen vor, der Recon ist, hat sehr wenig Leben, aber dafür ist er sehr schnell. Und hat diese Waffen hier als Beispiel. Ja, ich muss erst Recon spielen. Ich präsentiere euch in der nächsten Spielrunde den anderen Typ. Wie ihr sehen könnt, kann ich auch sehr weit springen. Oh, hops, hops. Oh, ich muss aufpassen. Denn noch schon ein paar Schuss ist man aus und finito. Oh, mir ist gar keine Waffe. Scheiße. Also keine Hauptwaffe, meine ich. Und der Vorteil darüber, dagegen habe ich jetzt einen großen Vorteil. Ich bin jetzt etwas schneller, weil ich weniger Gewicht habe. Das Spiel wurde 5 Jahre lang entwickelt von Esradi Studio, keine Ahnung. Jetzt nicht gezeigt, das müsste aber irgendwo hier stehen. Ich habe doch mal so ein Bild mit Affen gesehen. Nein, hier steht es auch nicht. Hier steht es auch nicht. Ah, da müsste es sein. Ja, das Spiel, das Studio heißt Esradi 8. Ja, ich kann Objekte auch wegschießen. Kann ich den aufnehmen? Nö. Man kann sich im Spiel zur Seite lehnen. Kann man jetzt zum Beispiel sich so aus Deckung herausschießen. So kann ich mich jetzt nicht zur Seite da. So, das Beispiel jetzt. So kann ich auf den Gegner schießen. Ich werde zwar trotzdem getroffen, aber wenigstens nicht in den Körper. Naja, aber es hat das im Kopf und das ist ja noch schlimmer. Dünne Wände können durchschossen werden. Und wenn ihr das Spiel haben wollt, ihr braucht Surf SDK Base 2006 und Surf SDK Base 2007. Oh, hier ist schon ein Tod. Oh. Mist. Egal. Ich war der Letzte. Okay, jetzt nehme ich mal den Assault. Der Assault hat also eine etwas stärkere Panzerung und auch bessere Waffen. Ich nehme jetzt mal dieses Maschinengewehr hier. Okay, man kann sich auch zur Seite lehnen, man ist nur nicht so schnell. Also wieder Recon. Entschuldigung, Frostschmalz. Also, der Recon zum Beispiel hat jetzt als Sichtfunktion Nachtsicht. Der Assault hat stattdessen Bewegungsmelder. Also, wie ihr jetzt sehen könnt, wenn sich jemand bewegt, wird er so dargestellt. Und ich muss den jetzt beschützen. Ja, der gehört zu mir. Man kann sich auch unsichtbar machen. Nachteil ist, dass man nur sehr kurz unheimlich ist. Und es halt immer so ein Lichtblitz. Boah, Dampfer. Das Level-Design ist ausgesprochen gut gemacht. Es gibt kein Fadenkreuz, man muss so ziehen. So, hab's geschafft. Oh, der hat eine Granate geworfen. Scheiße. Wie viel XP habe ich? Oh, ich bin ganz unten. Nein, ich bin so ein Noob.
Der Spielmodus ist jetzt Capture the Ghost. Das ist sowas wie Capture the Flag, nur halt eben. Hier gibt es so einen sogenannten Ghost, das ist so ein Cyborg-Körper. Und den sollte man, also wenn man jetzt im, es gibt da solche Pfeile hier. Einer ist grün, einer ist rot. Man sollte den zum grünen Pfeil bringen. Also man muss seine Hauptwaffe wegschmeißen, den aufnehmen und da zum grünen Pfeil bringen. Dann hat man das Team gleich gewonnen. Das eigene Team hat dann gleich gewonnen und die Runde ist beendet. Danach ist jedoch, dass man ja die Hauptwaffe nicht mehr hat und man ist ziemlich langsam. Weil ja auch so ein Cyberkörper, das wiegt ja auch was. Wir sehen können, das Spiel jetzt bekannter als Half-Life 2 Capture the Flag, deshalb sind die Server, gibt es ja auch einen vollen Server. Es gibt auch eine Gruppe, die nennt sich Active New Tokyo Players. Jeden Sonntag spielt sie auf diesem Server. Eigentlich ist es jetzt, ja, es ist kein Sonntag, aber trotzdem, viele spielen das gerne, weil es einfach realistisch ist. Und auch besonders viel Spaß macht. Es gibt sehr viele, wie ihr schon gesehen habt, einzigartige Waffen. Die Klassen unterscheiden sich deutlich und die Spielermodelle ebenfalls. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen, diese Runde noch. Als Support. Man ist jetzt ein schwerer Typi. Ich bin jetzt sehr langsam. Ich habe auch so ein Bewegungs... Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Auf jeden Fall zeigt es schon die Menschen an. So kann ich sie gleich erkennen. Tada! Natürlich sieht doch, dass ich die Umgebung nicht erkenne. Scheiße. Beim Nachladen der Waffe muss man aufpassen, wie viel Munition noch drin ist, denn wenn man die Munition rausmacht, ist die Munition, die noch drin ist im Magazin, futsch. Man sieht schon, man hat doch sehr auf den Realismus geachtet. Ein Kopfschuss schon, man ist und der Angegner und der Gegner ist tot. Mist, ich bin nicht gestorben. Scheiße. Wenigstens bin ich jetzt Corporal, yay! Und jetzt? Naja. Ladet euch das Spiel. Nee, ist keine Aufforderung. Ich hoffe, euch das Game, dass diese Präsentation euch gefallen hat. Und. Naja, ciao.